Hallo Leute mit Rabatoka-Kanal! Das freut mich, wenn ihr den Kanal abonniert und auch den Kanal like und lasst mal uns starten. Let's go! Hallo liebe Leute, heute werde ich euch eine gruselige Geschichte erzählen, die mit mir passiert ist. Ich und meine Mama sind im Supermarkt gewesen und ich wollte mir eine schöne Puppe kaufen. Mama, guck mal, hier sind viele Leute gekommen. Ja, Schatz, komm, wir gehen jetzt rein. Schatz, hast du heute entschieden, was du heute kaufst? Nee, noch nicht, Mama. Ich muss zuerst schauen. Mama, guck mal, dort sind viele Spiele. Kann ich gehen und schauen? Ja, und ich gehe ein bisschen einkaufen. Ich hoffe, dass ich viele Spiele finden. Yay! Wow, hier ist eine schöne Kamera, aber ich brauche sie nicht jetzt. Und auch die Barbie, sie gefällt mir nicht so. Ich muss denken. Ich will was Schönes und cool finden. Hä? Was ist das für eine komische Puppe? Sie sieht echt wie einen echten Mensch. Oh mein Gott, die sieht echt wie einen echten Mensch. Was ist das? Die Gesicht von der Puppe. Mama, komm hier. Sie ist eine Geist geworden, oder? Mama, komm hier schnell! Mama! Was ist los? Was ist los? Wieso bist du Angst? Ist alles gut? Mama, hinter mir ist ein Geist! Ich hab Angst! Welche Puppe und was ist mit der Puppe passiert? Die Puppe ist ein Geist geworden! Meinst du die Kochpuppe? Die ist nur eine normale Puppe. Mama, wieso glaubst du mir nicht? Keine Angst, die ist nur eine normale, schöne Puppe. Was ist mit dir los? Aber ich habe sie vor 5 Minuten gesehen. Sie war wie ein Geist. Vielleicht stelle ich mich vor. Hast du dir entschieden, was du für heute kaufst? Nein, Mama, ich habe keine Lust mehr. Okay, dann gehen wir nach Hause. Ich habe die ganze Woche an diese Puppe geträumt. Aber auf dieser Straße, wo ich jetzt stehe, war schlechter als die erste. Hallo, bin ich da? Ehrlich, bist du da? Du warst so spät. Ja, draußen war viel Stau. Ich entschuldige mich. Wollen wir jetzt essen? Ich hab Hunger. Was wollen wir bestellen? Ich will Pizza essen. Ja, ich will auch Pizza. Ich will auch Pizza. Na gut, dann bestellen wir Pizza. Hallo, 4 Pizza bitte. Ah, dann seid ihr 4 schöne Mädchen. Gut. Vielen Dank. Ha, das ist sehr gut. Was haben Sie gesagt? Nix, alles gut. Wollt ihr Pizza mit Gemüse oder mit Chicken? Ich weiß nicht, ich frage mal Eva. Eva, kannst du bitte hier kommen? Ja, okay.
Willst du Pizza mit Chicken oder mit Gemüse? Ich will mit Gemüse. Okay, 5 Minuten warten. Ha? Habe ich den Mann einmal gesehen? Aber wo, wo? Nein, 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 vielleicht stelle ich vor, aber ich gehe jetzt. Diese Pizza ist so lecker! Ja, ja, sie schmeckt sehr gut. Ich liebe diese Pizza. Die ist die beste Pizza. Es ist so spät. Wollen wir nach Hause gehen? Ja, ja, wir gehen jetzt nach... Jetzt habe ich gewusst, wo ich ihn gesehen habe, im Supermarkt. Was ist das? Die Gesicht von der Puppe. Mama, Mama, komm hier. Sie ist eine Geist geworden, oder? Ich will nach Hause gehen, ich habe Angst. Was ist mit dir passiert, Eva? Ist alles gut? Nein, ich will nach Hause gehen. Was ist los? Alles gut? Warum hast du Angst? Keine Angst, warum? Nix, ich will nur nach Hause gehen. Bist du krank oder was? Bitte geh weg, komm zu mir nicht. Okay, ich glaube, wir sollen nach Hause gehen. Oh mein Gott, was ist mit sie passiert? Sind wir weit von der Pizzamarkt? Ja, ja, aber wieso? Hast du Angst? Ist alles gut? Nee, aber ich will nur nach Hause gehen. Oh mein Gott, stelle ich mich vor, ist das echt die Puppe, die ich sie in den Supermarkt gesehen? Oh mein Gott. Wollt ihr die Geschichte weiter zuhören? Okay. Eines Tages, als ich nach Hause zurückgekommen bin. Heute ist der letzte Tag und morgen ist Wochenende. Yay! Ich will viel machen im Wochenende. Hallo Papa, hallo Mama. Aber wieso ist dieser Koffer hier und wohin wollt ihr gehen? Oh, hallo mein Schatz. Hallo, hallo mein Schatz Eva. Wir müssen zum Krankenhaus gehen. Ich und deine Mutter müssen untersucht werden und wir sollen über Nacht bleiben. Deswegen bleibst du alleine. Was? Bleib ich alleine? Ich? Ja, ja, weil du groß geworden bist, mein Schatz. Keine Angst, mein Schatz. Aber Mama, ich bleibe eine ganze Nacht alleine in diesem großen Haus. Und morgens Wochenende, ich will mit meinen Freunden draußen gehen. Kein Problem, mein Schatz. Du kannst deine Freundin einladen, dann könnt ihr eine schöne Party machen. Ihr könnt tanzen, eine Pizza bestellen. Echt, Papa? Du bist echt der beste Papa der Welt. Okay, wir gehen jetzt. Ich habe ein Geld für dich gelassen. Du kannst alles kaufen, was du willst. Pass auf dich auf, mein Schatz. Ja, Mama, keine Angst. Tschüss, Papa und Mama. Ich werde euch so vermissen. Wir auch, mein Schatz. Ich werde dich vermissen, mein Schatz. Tschüss. Tschüss, Papa, Mama.
Ich will heute zu viel zu machen. Okay, ich rufe erst meinen Freunden. Dann machen wir große Party. Hallo Karina, wie geht's dir? Mir geht's gut, was denn? Kannst du heute zu mir kommen? Wir machen eine große Party. Was meinst du? Kommst du oder nicht? Ja, natürlich komme ich. Na gut, dann rufe ich auch Eva. Wir werden so viel Spaß haben. Ja. Okay, ich rufe jetzt Lara und frage sie, ob sie Matratzen mitnimmt. Hallo Lara! Hallo, wir sind da! Oh, hallo, wie geht's euch? Komm rein! Hier ist mein Schlafzimmer. Sie ist echt sehr schön. Ja, sie ist echt sehr schön. Wir haben Matratzen mitgebracht. Wo liegen die Matratzen? Ihr könnt irgendwo liegen. Wir werden so viel Spaß haben. Ich glaube, ich habe Hunger. Was meint ihr, wenn wir Pizza bestellen? Ja, gute Idee. Ich habe auch Hunger. Okay, wo ist der Handy? Ich hol's schnell. Wo ist Pizza Nummer? Aha, ich habe eine Nummer von Pizza gefunden. Dann rufen wir an. Wollt ihr getränkt? Nein. Hallo, ich will Pizza bestellen. Was hast du gesagt? Willst du Pizza? Ja, wir wollen 3 Pizza bestellen. Es ist 21 Uhr und kleines Mädchen bestellt. Wo ist deine Eltern? Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Karina, wir werden so Spaß haben mit Eva in ihrem Haus. Und alleine. Ah, du bist alleine mit deinen Freunden. Gut. Ja, wir sind alleine, nur diese Nacht alleine. Also, wann kommt die Pizza? Zuerst will ich deine Adresse. 15 Minuten, dann hole ich deine Pizza. Keine Angst. Okay, das ist meine Adresse. Ich habe diese Stimme einmal gehört. Ich bin sicher. Endlich sind die Pizza da. Yay! Guten Abend. Bist du wieder da? Ja, mein kleines Mädchen. Ich habe die Pizza für dich geholt. Geh weg, leg die Pizza und geh raus. Warum hast du von mir Angst? Keine Angst. Ich will dich nur Pizza geben. Okay, nimm den ganzen Geld, aber geh jetzt schnell raus. Hier. Ah, gut. Willst du noch etwas? Sag mir. Willst du noch? Nein, will ich nicht. Geh jetzt schnell raus. Geh raus. Und komm nicht mehr wieder. Oh, Gott sei Dank. Ist er weg. Ich habe auch die Tür gut geschlossen. Ich werde meinen Plan machen. Die Pizza ist da. Yummy. Warum bist du aufgeregt? Ist alles gut? Nee, ich bin nicht aufgeregt. Aber komm, wir essen die Pizza. Sie schmeckt so lecker. Wie köstlich. Das ist die beste Pizza.
Warte auf mich. Ich komme gleich. Wollt ihr Part 2? Dann abonniert den Kanal und like den Kanal und tschüss.